Morgens um 7.15 Uhr starteten wir bei herrlichem Postkartenwetter in Grainau an der Zugspitze. Etwa 400 Leute brachen beim Ultratrail auf, um heute 100 Kilometer mit 5.420 Höhenmetern zu bewältigen. Eine recht schwere, anspruchsvolle Strecke, aber landschaftlich grandios. Am Morgen sahen wir noch die Zugspitze vor uns. Später am Tag zogen dann für eine Weile die Wolken immer tiefer und verhüllten die Berge. Unter uns liegt der malerische Eibsee und weiter geht es auf wunderschönen Trails bergauf und bergab. Es gibt so gut wie keine Asphaltpassagen. Auch die breiten Waldwege sind relativ selten. Meist sind es Trails oder so wie hier, steil eine Skipiste hinauf und steil eine Skipiste hinab. Höhenmeter werden wirklich viele gesammelt heute. Das Zeitlimit für diesen Lauf beträgt knapp 26 Stunden. Über 80 Teilnehmer erreichen heute bzw. in der Nacht nicht das Ziel, steigen vorzeitig aus dem Rennen aus. Dabei sind die Wetterbedingungen heute ideal. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt, fast windstill. Es ist kein Regen und kein Gewitter zu befürchten. Wenn keine so lange Distanz vor uns liegen würde, könnte man es fast für einen Wanderurlaub halten. In dem Teil des Läuferfeldes, in dem ich mich bewege, wandern wir die meiste Zeit. Nur selten, meist bergab, wird gelaufen. Die Sieger sind natürlich mehr als doppelt so schnell, aber da kann und will ich nicht mithalten. Ich genieße lieber die Landschaft, bleibe ständig stehen, fotografiere und filme. Es reicht, wenn ich innerhalb von 24 Stunden ins Ziel komme. Gegen Mittag hängt längere Zeit die Wolkendecke sehr tief. Die Gipfel sind nicht mehr zu sehen, aber dafür ist die Wetterstimmung grandios. Einige Schneefelder fordern Trittsicherheit. Es ist einfach wunderbar, hier unterwegs zu sein. Der Lauf macht mir unheimlich Spaß. Irgendwann will ich hier mal bei schönem Wetter zum Wandern herkommen. Oder den Lauf nochmal bei durchgehend sonnigem Wetter machen. Ein Schneefeld zwingt viele Leute zu einer unfreiwilligen Hosenbodenabfahrt, manche schaffen es aber auch aufrecht. Einige Passagen fordern etwas Trittsicherheit, dann gibt es aber auch wieder Wege, wo man eine halbe Stunde gut und schnell laufen kann. Gegen Mittag kommt immer öfter die Sonne raus, der blaue Himmel nimmt zu. Nun ist es ein richtiger Sommerurlaub. Aber wir wissen ja alle, es liegt noch eine lange Nacht vor uns. Mehrere sehr lange Aufstiege und mehrere sehr lange Abstiege. Immer wieder neue Panoramen. Es macht einfach Spaß. Die Verpflegung ist bei diesem Lauf hervorragend. Es gibt eine große Auswahl an Getränken, einmal sogar Cappuccino. Es gibt fast immer Suppe und Tee. Dieses Jahr auch genügend Cola. Und auch ansonsten an Lebensmitteln. Fast alles, was man sich wünschen kann. Wir langsamen Läufer sind fast alle mit Stöcken unterwegs. Bei den steilen Passagen ist das empfehlenswert. Das Scharnitzer Joch, einer der großen Übergänge, an denen wir heute vorbeikommen. Nun folgt wieder ein langer Abstieg bis ganz hinab ins Tal.
Etwa bei Kilometer 55 ist eine besonders große Verpflegungsstelle, wo man Dropbags mit Wechselklamotten deponieren konnte. Hier gibt es sogar ein Zelt, in dem man sich umziehen kann. Viele nutzen die Gelegenheit, um eine längere Pause zu machen. Danach folgen einige Kilometer durch ein Tal. Diese Kilometer kann man gut laufen. Beim Mittenwald komme ich genau rechtzeitig an, um zu sehen, wie die Karwendelspitze und andere Karwendelgipfel vom Abendrot kräftig gefärbt werden. Dann beginnt die Nacht. Eine herrliche Lichtstimmung am Ferchensee. Vereinzelt sind in der Johannisnacht große Feuer. Auch bei einer Verpflegungsstation brennt ein großes Lagerfeuer. Stunden später die nächste Verpflegungsstation nahe Garmisch-Partenkirchen. Gegen 4 Uhr wird es allmählich wieder etwas heller. Am Horizont, hinter den Lichtern von Garmisch-Partenkirchen, zeigt sich der erste rote Streifen. Und immer deutlicher kann ich die Berge um mich herum wieder erkennen. Noch braucht man ein bisschen die Stirnlampe, aber bald ist es hell genug, um nach der langen Nacht auch wieder ohne Lampe zu laufen. Eine herrliche Stimmung hier oben. Und dann ist es schon früher Morgen und eine Stunde früher als geplant, nach 22 Stunden 59 Minuten, erreiche ich das Ziel, wo ich mich glücklich und zufrieden ins Gras lege und sage, hier will ich wiederkommen.